Boom. So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play V2Beast Infinity World Skyblock Expert Mode. Ja, das war das beste Pre-Intro ever. Ja, wie man aus Wood Living Wood macht. Ja, bestes Pre-Intro ever. Ja, heute wollen wir uns um den Wand of the Forest kümmern. Beziehungsweise weiter an Botania arbeiten. Ich habe jetzt einen kleinen Grünstreifen gemacht mit einem Mana-Pool. Und ja. Heute, wir brauchen jetzt aber ein bisschen mehr Living Wood. Wir brauchen mehr Living Wood, fällt mir dazu ein. Ich stelle mal nebenbei noch ein bisschen mehr her. So. So. Ne? Ich stelle nebenbei noch ein bisschen mehr her. Diese Living Woods, wir brauchen erstmal nur 6. Die müssen wir so anordnen, kriegen wir Living Wood Twigs raus. Twigs, ne? Living Wood Twigs. Und das brauchen wir, dafür brauchen wir jetzt aber zwei Mystical Shards. Vielleicht nehme ich doch eine andere Workbench als diese Fancy. Die hat doch zu viele Nachteile. So, Wand of the Forest, Binding Mode. Das ist sogar rot, sehr schön. Okay. Ja gut. Naja, auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir einen Wand of the Forest, das... Können wir mit dem machen? Erstmal noch nichts. Geil. Der hat einen super ja. Ja, auf jeden Fall, wir brauchen jetzt den, weiter noch den Mana Spreader. Ich habe mich ein bisschen hier im Lexikon rumgelesen. Und wir brauchen, wie ich es schon wusste, ehrlich gesagt. Warum hat er gerade? Ne, ich weiß nicht. So, ich fahre noch ein bisschen den, das Zeug hier ab. Den Stuff. Und hier lasse ich nochmal die restlichen 5 durchschmelzen. So. Okay, wir brauchen Mana Spreader. Bestes Deutsch. Wir fangen mal mit wie viel? 10, 15. Die brauchen 6, ne? Ja, gut. Wir schaffen nur 2 Mana Spreader. Naja. Dann Gold mal 2. Brauchen wir. Ich muss da hinten auch nochmal Anbindung zu meinem E-System machen. Ich hoffe, das geht mit Dingskabeln. Also mit diesen, von dem Term Expansion, die Kabel. Nächster, ich glaube, ich... Was gibt mir doch eine andere Workbench, ne? So. Wir brauchen ein oder zwei, Junge. Komm, beeil dich doch mal, du scheiß Blume. Ich hasse dich. Nee. Blume ist geil. Nur du nicht. So. Nice. So, okay. Dann Living Wood. Bam, bam. Wir brauchen hier noch weiter. Noch 2 weitere. So. Ach ja. 2 Shards. Jetzt kann ich einfach so machen. Nein, kann ich nicht. Das sind scheiß Workbenches. Ich hole mir dann gleich doch nochmal die Tinkers Workbench. So. Mana Spreader. Nice. Also leider nach, das ist scheiße. Die können wir jetzt so hinstellen. Und mit dem Binding Mode. Bam. So, hier hinpumpen lassen. Das sieht wunderschön aus. Die pumpen jetzt hier Stuff in den Mana Pool. Was pumpen sie denn? Im Moment gar nichts. Wenn ich jetzt aber eine Blume hinstelle. Warte mal. By using Mana Spreader to transport Mana, there's also a way of doing a different Mana. The Mana Tablet is a portable object which can carry Mana on itself. Achso. Okay, wir brauchen Mystical Flowers. Habe ich mir schon gedacht. Oder es muss Tag sein. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, wie das ging. Vor allem auch in diesem Modpack ist da eh alles anders als das, was man kennt. Aber ich glaube, man braucht halt wirklich die Mystical Flowers. Was kein Problem ist, glaube ich. Oder? Ja, genau. Mystical Flowers. Mystical Flower. Flower.
Hopper Hook, okay. Was kein Problem ist. Rosa Arcane. Geometric Flower, ach ja. Achso, okay, ja. Okay, wir müssen speziell eine String of Light. Okay. Wir brauchen eine Day Bloom und eine Nightshade. Ach du Scheiße. Boah, Alter, ich habe alles vergessen. Okay, wir brauchen Generating Flowers. Ich würde mal sagen, wir machen der eine Mana Spreader. Also, ja. Den muss ich mal abbauen. Der kommt dann hier hin. Der auch. Der kommt hier hin. So. Ich brauche jetzt 8 Dayblooms und 8 Nightshade. Dayblooms. Also 8. 16 Yellow Peter. 16 Yellow Peter. Nein. Okay. Was? Ach du Scheiße. Okay, wir brauchen Mystical Yellow Stuff. Ich würde mal sagen, ich esse was und in Zeitraffer mache ich dann diesen Stuff da fertig. Bis gleich. Und wir haben jetzt diesen ganzen Stuff für die Dayblooms. So. 16 Yellow Stuff. 18 Light Blue Stuff. Ich glaube, das ist so viel, ne? Also erstmal 8 von dem, 4 von dem und 4 von dem. Jetzt brauchen wir Seeds. Ich glaube, wir müssen die alle einzeln kaufen, kann das sein? Ja. Wir müssen die alle einzeln kaufen. 2, 1 und 1. Bams. Eine Dayblume. 1, 2, 1, 1. Oh, Wasser. Nein. Scheiße. Oh, was gibt es denn im Hand? Ach cool, okay. Wir brauchen aber eh noch Wasser. Oh. Oh. Letztens ist mein Enderman hier gespawnt und ich habe immer gefragt, wo der gespawnt ist, das weiß ich das. Na gut. Mal, ganz schnell ausbessern hier. Die Globe takt. Da ist hier einfach mal so ein Spawn-Place. Okay, wir brauchen Wasser. So. Problem ist, ich hab ja noch zwei. Scheiße. Problem ist, ich krieg da keine Wasserquelle hin. Mist. Mach ich vielleicht irgendwie hier so eine Wasserquelle. Ist alles unsymmetrisch, das ist voll scheiße. Also asymmetrisch. Asymmetrisch. Wir können ja, warte mal ganz kurz hier schon mal. Seed. Ja, so. Bam. Ja. Wir haben Living Wood Slabs. Ja, scheiße, wir brauchen mehr als da. Na toll. Egal, komm, weißt du was? Haben wir. Nein, haben wir nicht. Ja. Okay, warte.
Bam! Und jetzt haben wir 8 Dayblooms. Die können wir jetzt hier so aufstellen um den Spreader hier herum. Und jetzt müssen wir den, glaube ich, noch nee. Sehr gut. Problem ist, es wird jetzt Nacht. Was können wir gegen die Nacht machen? Die Nightshade. Dann brauchen wir schwarze, grau und Mystical Purple. Ja gut. Das kann vielleicht auch wieder ein bisschen dauern. Weil wir nur 2 schwarze haben, das wird sehr verlieren. Ja, Zeitraffer, wie ich wieder alles mache. Bis gleich. Okay, und wir haben jetzt die 8 Nightshade. Die können wir jetzt ja auch um die Mana Spreader rum basteln. So. Aber die produzieren im Moment noch nichts. Weil die ja nur nachts arbeiten. Ja. Leute, ne? So generiert man Stuff. Sehr gut. Ja, das wird jetzt erstmal auf die Dauer Mana produzieren. Nicht viel, aber immerhin etwas. Das wird vielleicht sich irgendwann ausgleichen, wenn ich mal ein paar Tage, paar Nächte hier mal, halt laden lasse. So, mal Zeit drauf, wieder, hier Stoppuhr wieder anmachen. So, wir generieren hier jetzt Mana. Was können wir jetzt mit dem Mana machen? Wir brauchen für den Altar, wofür das alles eigentlich nur machen, brauchen wir den Witchy-Altar. Dafür müssen wir noch mit Witchy anfangen. Alchemical Furnace von Tomcraft. Dafür müssen wir mit Tomcraft anfangen. Attune Stone von Witchy. Da müssen wir auch noch mit Witchy anfangen. Living Rock Slab haben wir. Check. Und Mana Steel. Ist sehr easy herzustellen mit Steel in einem Dings. Oder mit Eisen und ein bisschen mehr Mana. Wie viel brauchen wir denn? 2 eigentlich nur, ne? Also würde ich mal sagen, wir können da jetzt theoretisch, glaube ich, schon 2 Stil reinpacken, oder? Mal versuchen. Mal schauen, ob es funktioniert. Aber ich glaube, das ist immer noch zu wenig. So, 2 Stil. Ich glaube, das ist immer noch zu wenig Stil, zu wenig Mana, was da drin ist. Das wird, glaube ich, noch nicht funktionieren. Dafür muss es Tag und Nacht gleichzeitig sein. Oh. Na gut. Hab ich gesagt. Ja gut, wir haben jetzt schon, Leute, ein weiterer Schritt zur Weltherrschaft ist getan. Das habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gesagt. So. Blattaltar. Ich mache hier mal ein Clipboard. Clipboard-Seite. Für den Blattaltar brauchen wir Witchy-Altars. Mal 4. Eine Living Rock Slab von Botania. Living Rock Slab. Living Rock Slab mal 1. Den Alchemical Furnace. Alchemical Furnace. 2 Mana Steel und eine Tune Stone. Mana Steel mal 2. Und Attuned. Schauen wir das so. Stone. Wir haben schon den Living Rock Slab und den Mana Steel. Leute, ne? Ja, läuft, ne? Wir packen hier mal eine Special Chest. Gibt's irgendeine Special Chest?
Gibt's irgendeine geile Special Chest? Vielleicht so ein Geschenk. Ja, Blut ist ja eher rot, ne? Jetzt brauchen wir eine Kiste und rote Farbe. Okay. Ich glaube, oder? Ja, genau. Nur so eine Kommode, aber ich glaube, eine Kommode ist, glaube ich, eher eine Scheiße. Ja, genau. Blut ist ja eher so rot, also Kiste. Chest. Und Red Die. Ja. Bams. Ein Present. Nice. So. Ja. Wo stellen wir erstmal hin? Hier so. Okay. Macht keinen Sound. Bam. Beziehungsweise können wir theoretisch direkt schon das Crafting-Rezept so anfangen. So. So, ne? Genau. Nice. Ja, gut. Wir haben jetzt schon so einen kleinen Teil fertig. Voll geil. So. Das war's damit, mit Botania. Mehr machen wir da nicht. Ne, wir werden da sicherlich noch mehr machen müssen. Achso. Zum Beispiel, wir brauchen ja für den Altar ja zum Beispiel auch so einen Attuned Stone mit Witchery. Und dafür müssen wir auch so Sachen wie Mana Diamond und so machen, ne? Also als nächstes fangen wir mit Add Witchery an. Alter. Ja. Das war's mit Botania fürs zum größten Teil. What the fuck ist das denn? Mandrake und... Ach ja, Mandrake, ne? Stimmt, wir könnten uns gerade mal ganz kurz einen Mandrake machen. Bevor ich das mache, mache ich vielleicht mal ein Backup. Ich habe Angst, weil ich habe gehört, eine ganz schön gehörschädigend sein. So. Denn es gibt nämlich Ohrenschützer für diese Mandrakes. Seed. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ne? Stick. Oder so. Mandrake. So sehen die guten Dinger aus. Okay, das war jetzt echt unspannend. Kann man die essen? Nö. So sehen die aus. Okay. Das war jetzt ganz schön unspannend, muss ich sagen. Boah, war das unspannend gerade. Weil es gibt nämlich hier solche Ohren. Hier. Protection von Mandrakes. Earmuffs. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass die irgendwie Sounds von sich geben, die scheiße sind. Naja, okay, dann können wir das jetzt eigentlich auch abbauen. Beziehungsweise brauchen die ja eh noch. Mandrakes kann man ja immer noch weiterverarbeiten. Zu Brandolla Seeds. Snowbell, okay. Mandrake mit Water Deschocke. Mandrake. Bam. Da kommt ein Mandrake raus. Brandolla. Sieht wunderschön aus. So. So. Identifieren. Wunderschönst. Ist auch identified. So. Wir haben eine starke Mandrake bekommen. Und mit diesen Mandrake Seeds können wir auch noch. Mit diesen Brandolla Seeds. Krieg sonst, ich hätte einen Eimer gehabt, ich meine. So, Stick. Da kommt jetzt erstmal hier so ein Drake rein. Also ein Drake und Brandolla. Nein. Hier. So, hochpumpen. Das.
Gwendola. Gwendola. Achso, warte mal, wie hießen die nochmal? Na egal. So, komm hier, Junge, hallo. Snowbell! Nice, okay. Wunderschön, und das ist das Ende dieser Folge. Die geht schon wieder 21 Minuten, schon wieder Überlänge. Naja, ich krieg's nicht ohne Überlänge hin. Naja, ich würde mal sagen, ciao Leute, wir sehen uns. Bye bye und ciao.